Was würde dir gefallen? Ein Essen mit Woody Allen? Du magst ihn doch so. Meine Tochter ist Apothekerin. Hier, gehen Sie mal zu ihr. Weißt du, wo dein Vater ist? Er castet einen Mann für Alice. Das kann doch nicht wahr sein. Mich schnell zu verheiraten ist alles, was ihn interessiert. Taxi! Taxi! Ich warte mit Ihnen, das ist besser. Darf ich mich vorstellen? Victor Blanc. Alice Sowitz. Sie mögen also Woody Allen. Komisch, mich haben seine Filme nie interessiert. Ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen. Was, noch nie? Also, was machen wir? Soll ich Sie in die Notaufnahme bringen oder wollen Sie nach Hause? Selber. Ach, übrigens, ich habe einen Film von Ihrem Freund gekauft. Ich fürchte, er ist ein bisschen zu geistreich und subtil für Sie. Und Sie meinen damit, er ist nichts für mich? Wieso habe ich das bloß gesagt? Sie wollen nicht mit mir essen gehen? Nein, höchstens mit Ihnen schlafen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Ich bin eben nicht Ihr Typ. Warum sind Sie allein? Bin ich nicht mehr. Er sieht gut aus, er ist nett, er liebt Kunst. Sie sprechen von ihm, als wäre er ein Gott. Vorsicht! Sie sind ein großer Optimist. Ich möchte Ihnen meine Familie vorstellen. Sie werden sehen, wie glücklich und harmonisch wir sind. Sagen Sie mal, betrügt Ihr Schwager Ihre Schwester schon lange? Hallo? If you want the love. Dass man sich in Menschen täuscht, die man liebt, ist normal. Ich war nicht darauf vorbereitet. Das stimmt nicht. In seinen Filmen geht es um nichts anderes. Es geht um Paare, die sich trennen, wiederfinden, die sich lieben, nicht mehr lieben. Wie es im Leben so ist. Und wie steht's mit dir und Victor? Mit mir und Victor? Was für ein Quatsch. Sie riechen gut. Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Und wie verrückt sind Sie denn? Ich weiß gar nichts über Sie. Aber sie muss ein Miststück gewesen sein, sonst wären Sie nicht so, wie Sie sind. Sie singen gut. Fällt Ihnen nichts Besseres ein?